Wenn du noch nie Pfeffer hinter deine Fenster und Türen gestreut hast, solltest du es unbedingt mal ausprobieren, denn die Vorteile sind wirklich enorm. An welchen Orten du es ebenfalls noch anwenden solltest, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Denn es sollten natürlich ganz bestimmte Orte sein, wo du den Pfeffer verstreust. Welche das genau sind, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Für diesen kleinen Trick kannst du normalen schwarzen Pfeffer oder Cayenne-Pfeffer verwenden. Mit beiden funktioniert es besonders gut. Jetzt solltest du zu der Stelle gehen, die du im ersten Schritt ein wenig reinigen solltest, um dann ein wenig von dem Pfeffer hier auszustreuen. Eine kleine Menge ist bereits genug. Ich mache das Ganze hier zum Beispiel hinter meine Tür, doch auch auf der Fensterbank, allgemein irgendwo am Fenster oder irgendwo anders draußen kann es sehr hilfreich sein. Wenn der Pfeffer mit der Zeit weniger wird, solltest du immer mal wieder schauen, dass du ein wenig nachstreust, damit eine kleine Menge da bleibt. Doch jetzt kommen wir zu den Orten, an denen du es unbedingt anwenden solltest. Zum Beispiel, wenn du solche kleinen Ameisenhaufen in deinen Fugen oder auch in deinem Beet feststellst. Denn Ameisen können den Geruch von Pfeffer überhaupt nicht leiden. Sie werden dadurch irritiert und werden diesen Bereich meiden. So kannst du schaffen, dass die Ameisen komplett fernbleiben und sich woanders hin verziehen. Aber warum solltest du das Ganze jetzt an Fenstern und Türen machen? Natürlich funktioniert das Ganze auch an Fenstern und Türen, wenn du weißt, dass die Ameisen hier einen Weg in deine Wohnung gefunden haben. Denn so kannst du dafür sorgen, dass sie gar nicht erst in diese Ecken gehen und somit auch nicht am Ende in deiner Wohnung landen. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche 12 Geheimverstecke es in deiner Wohnung für Geld gibt, die niemand findet, dann klicke unbedingt auf das Video, welches du jetzt im Bildschirm siehst, denn dort zeige ich es dir.